jetzt in meiner Heimatstadt Kempten im Allgäu und ich mache mich jetzt auf den Weg auf das erste Vorbereitungsseminar für mein Auslandsjahr. Hoffentlich wird es eine schöne Zeit und los geht's. So, jetzt sind wir gut angekommen hier in Nieste bei Kassel. Der Tag war ganz gut. Wir sind hier schon im Zimmer. Und es ist Abend, wie man hier sieht, wenn man vorhin aufzieht. Und wir machen uns jetzt ins Bett. Es ist noch vor 12 und hoffentlich sind wir fit für morgen. Bis dann. Also, wir müssen hier was malen. Frag Kung Fu Panda hier. Und du hast hier was ziemlich krasses gemalt. Es ist zwar schon dunkel, aber genau, das Thema ist der Lebensfluss oder so. Ja, das sieht schon ziemlich gut aus. Also was magst du Kommentare abgeben? Nee, morgen bei der Vorstellung. Morgen? Okay. Ja, und jetzt geht's um die Abstimmung. Ja. Ihr dürft jetzt nominieren. Wer ist alles? Jana? Oh, nee. Ja, ich bin auch gut. So, wir sind jetzt am Abend und wir haben einen schweren Tag hinter uns mit vielen so formalen Sachen. Und zur Abwechslung haben wir hier mal den Ernesto und er spielt uns jetzt was vor auf der Gitarre. Wenn er sie erstmal stimmt und diese Saiten hier, die ein bisschen wegstehen, ja, wieder gerichtet hat. Das Logo ist irgendwie geil. Das ist so eine Taube. So, wir waren gerade beim Sport, war ziemlich anstrengend, aber auch geil. Jetzt gehen wir schnell duschen und danach gibt es Filmeabend. Bis gleich. So, schnell geduscht und jetzt geht es wieder runter zum Filmeschauen. Beine durchs Wasser? Braucht man seine Beine? Das finde ich jetzt mal eine gute Frage. Braucht man seine Beine? Vielleicht eins oder ich weiß. Achso, naja, vielleicht. Kommst du von der Arbeit nach Hause und strahlst übers ganze Gesicht? Es war einfach ein richtig schöner Tag. So, morgen gehen wir ein bisschen Spenden sammeln für den SFD und heute Abend werden wir ein bisschen das vorbereiten. Hier haben wir schon mal ein paar schöne Plakate. Fast fertig, beziehungsweise erst angefangen. Und meine Aufgabe wird es hier, seinen Kranich hier zu falten und so eine Tombola vorzubereiten. Also los geht's. We'll be right back.
bleiben, wie lange du willst. So, das war's mit dem Kranich und jetzt machen wir hier die Arbeit noch weiter. Wir haben hier ja schon recht viele gemacht, ein paar geile sind dabei. Und ja, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter. Das ist jetzt auch ein cooler. Das hier auch, okay. Ja. Also das sind ziemlich viele coole Kraniche und hier wird nochmal eine Giraffe versucht. Hier ist so mit Anleitung, glaube ich. Aber egal. Die Giraffe sollte schnell gehen, aber also auf jeden Fall. Bis zum nächsten Clip. Ciao. 1, 2, 3, 4. Let me see your fucking chicken! Karten ist jetzt fertig und schaut euch das an, das sieht richtig geil aus, das ist richtig gut geworden. Ja, das ist egal, man kann auch den Screen so drehen mit Videobearbeitung. Und hier sieht man, dass wir jetzt unsere Fußstapfen hier auf dem Plakat lassen und ich glaube, das sieht danach richtig geil aus und wir probieren das gleich mal aus. Los geht's. Spendenaktion, servus. Und jetzt gehen wir eben zum Bus. Los geht's. Can you feel the pain with love tonight. So, wir bauen jetzt gerade hier unseren Stand auf. Hier haben wir schon mal so ein geiles Dings. Und da hinten haben wir schon so Bänke und so. Und ja, wir bauen jetzt ganz schnell auf und dann kann es auch schon losgehen. So, wir haben jetzt den Stand aufgebaut. Hier ist so eine Weltkarte und das ist unser Pavillon. Da sitzen so ein paar Leute drin und wir sprechen schon so Leute an. Vielleicht spenden die was, das wäre cool. Hier ist unser Tombola-Spiel. Wir haben leider keinen Hauptgewinn, nur so also viele Gewinne und auf jeden Fall gewinnt jeder was. Und da hinten wird schon Musik gemacht. Und wir machen uns jetzt auch. Wir fangen die Arbeit an und los geht's. So, wir sind jetzt beim Spenden sammeln, hier mit der Büchse. Und ich habe gerade eben. Hallo! Hi! Ich glaube, man sieht mich. Und ja, ich habe gerade hier Schach gespielt gegen so Leute, da war so einer, der war irgendwie richtig gut. Ich habe aber 2-1 gewonnen, überraschenderweise. Und ja, jetzt sammeln wir hier weiter, gleich ist das alles zu Ende. Hier haben wir noch Kraniche. Könnt ihr euch alle mitnehmen und so, das sagen wir ja, allen. Klar. Vor allem Kindern. Und ja, also ich würde jetzt sagen, wir machen weiter, weil es gibt viel zu tun und gleich müssen wir wieder gehen. Und los geht's. So, wir sind jetzt zu Ende mit unserer Spendenorganisation. Und ich check hier mal. Unser sehr musikalischer Ernesto checkt hier gerade die Stimmung ab. Und wie war's? Kannst du schon was dazu sagen? Ja, ich fand es anstrengend. Aber zum Teil waren die Leute echt cool. Und glaubst du, wir haben viel eingenommen? Ja, ich denke schon unter 100 vielleicht. Knapp 100. Das ist ja interessant. Ja, das schauen wir mal. Wir zählen da noch aus. Andere Meinungen? Ich glaube, Helen hat allein schon 100 Euro eingenommen. Das glaube ich auch. Ja. Die war ziemlich krass dabei und hat immer so auf die Leute zugegangen. Ja, ich würde mal sagen, jetzt treten wir die Heimreise an. Und bis gleich.
So, wir sind jetzt in der Grillhütte und jetzt machen wir uns einen schönen Abend. Das Essen haben wir auch schon. Sieht ziemlich gut aus und ich mache schon mal den ersten Schritt. Und Vormittags-Session ist beendet und jetzt gehen wir essen. Los geht's. So, wir haben jetzt unser Essen und wie man sieht, gibt's hier Würstchen mit Suppe und jetzt machen wir uns über das Essen her. Los geht's. So, wir waren gerade essen, war sehr gut. Die Seegurke hat sehr gut geschmeckt. Und jetzt machen wir uns wieder an die Arbeit. Los geht's. Häkeln. So, wir sind jetzt am Morgen im Seminarraum und es ist der letzte Tag, wir haben jetzt die letzte Einheit und danach mache ich mich auf den Weg und los geht's. So, jetzt machen wir einen Energizer, damit wir so ein bisschen fit werden und mal schauen, wie es wird. 1, 2, 3! So, servus Leute, ich habe mich gerade verabschiedet von der Gruppe. Jetzt mache ich mich auf den Weg zum Bus. Danach geht es zum Bahnhof und dann heim. War ein sehr trauriger Abschied. Deshalb regnet es hier jetzt in Strömen. Und ja, auf geht's. So, ich bin jetzt am Bahnhof Wilhelmshöhe angekommen. Wie man hier sieht, das ist Kassel-Wilhelmshöhe. Und der ICE kommt gleich, hat ein bisschen Verspätung. Wahrscheinlich verpasse ich dann Anschlusszug und so, aber kein Problem. Und an dieser Stelle, so gegen Ende, möchte ich nochmal meine Gruppe grüßen. Ihr wart richtig die Geisten und es hat richtig viel Spaß gemacht. Vor allem der Abend gestern war richtig cool. Machen wir auf jeden Fall nochmal beim zweiten Vorbereitungsseminar. Und jetzt kommt die Heimreise. Viel Spaß.